Den hatte ich tatsächlich aus Liebe Nutella, aber ich glaube, das stört uns nicht wirklich am heutigen Tag. Da hat man mal den Trailer ohne Sound gehört, mein Gott. Passiert. Willkommen zur Competition ESL Premiership Season 10. Der letzte Spieltag ist jetzt heute Abend und natürlich übertragen wir wieder ein Top-Match in der Woche. Heute ist es Dignitas gegen 3D Max. Acer spielt ja gegen RTA. Die Tabellensituation ist ja schon relativ klar, aber natürlich habe ich auch einen Co-Caster, nämlich den lieben Nutella. Hallo, nochmal offiziell. Richtig. Freust Guten du dich Tag. denn schon aufs Match? Ah, selbstverständlich freue ich mich aufs Match, auch wenn ich morgen früh raus. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass es nicht so lange dauert, das Match, aber. Trotzdem, 3D Max Dignitas sind ja zwei durchaus große Namen in der TM-Szene. Da darf man sich schon mal drauf freuen. Ja, genau so ist es. Wir werfen mal einen Blick auf die Tabelle, die der liebe Oxygen für uns gebastelt hat. Da sehen wir das aktuelle Bild. Team Acer mit 16 Punkten vorne, dann Dignitas mit 14 Punkten dahinter, 3D Max 11 und BX3 11. Also die Playoff-Teams stehen eigentlich schon fest. Die besten vier kommen ja in die Playoffs und da denke ich, wird so schnell nichts mehr passieren können. Ja, 16 Punkte ist auf jeden Fall schon mal ein guter Abstand, den Acer da rausgespielt hat. Aber 3D Max kann noch den dritten Platz verteidigen. Gegenüber BX3. Das ist dann so heute die Devise, die ansteht. Aber sonst sind eigentlich alle durch. Also der Käse ist eigentlich gegessen. Richtig. Außerdem brauche ich noch ein Serverpasswort. Brauchst du das tatsächlich? Ich bin ja Ja. schon ohne drauf gekommen. Ich hab Passwort hier. Hast du eins? Also geschrieben hast du mir keins, was Ja, du das ich hab meinst. auch keins. Ich hab auch keins. Achso, Ich bin du ja hast selber auch noch ohne keins. Passwort drauf gekommen. Das ist natürlich doof. Ja, das ist natürlich wirklich doof. Du kannst höchstens mal im IRC fragen, weil auf dem Stream jetzt nach dem Passwort zu fragen, wäre vielleicht ein bisschen ungeschickt. Und man kann trotzdem das VOD Das wäre sehr angucken. ungünstig, ja. Übrigens an Van. Das VOD ist in dem Cast, in dem Shootmania gelaufen ist, da irgendwo auf 4 Stunden spulen und dann kommt irgendwann Trackmania. Musst du mal reingucken. Müsste trotzdem funktionieren. So, heute auch ohne Delay, nicht so wie vorhin noch. Aber davon würden die Zuschauer ja sowieso nichts mitkriegen. Es gab ein neues ESL-Map-Pack, Nutella. Drei Maps. Gab's das, ja. Ja, ich Ja. mitbekommen, dass es wie immer hart geflamed wurde. Ja, wie Aber viel immer. mehr weiß ich davon leider nicht. Ja, das ist doch immer so, ne? Also das Match ist auch noch nicht Ja. live gegangen oder so. Wir haben Rack on Stick, Solar Stone und glaube ich noch eine dritte Map, deren Namen ich jetzt gerade nicht weiß, aber ist ja auch nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass es heute hier spannend wird. Ja, und wir was Tolles geboten bekommen. Tja, und ich habe immer noch kein Passwort. Muss ich mal in den IRC gucken oder so, ob da irgendjemand ist. Ja, wenn eine Möglichkeit, das sind auf jeden Fall genug Oder du Dignitas-Spieler. fragst einfach mal auf dem Server. Dass Oder es ist da jeder noch sehen keiner? kann. Ja, per PM geht das doch. Ja, per PM. Dass es jeder im Stream sehen Ach so, kann. stimmt. Mit dem Stream ist so. Aha. Ja, Ne? okay. Das Ne? ist Ja. Ne, ich wohne auch nicht auf dem Bauernhof, wie das hier vermutet wird. Ich wohne eigentlich in der Stadt, aber mein Internet kackt in der Tat. Ja, kackt ab. Bremst mich aus in diesem Sinne. Aber ich lade ja die VODs auch immer auf YouTube hoch. Da sieht es dann dementsprechend ein bisschen besser aus. Kann man ja auch dann gerne mal nach dem ja, Match reingucken. Du kannst auch gerne das Passwort da posten. Mir ist es wurscht. Dann kriegen wir nämlich keinen Ärger, wenn du das Passwort kennst. Jetzt gibt es noch einen Warm-up hier und dann gehen wir auch gleich live. Die Spieler sind auf jeden Fall anscheinend vollzählig da. Die Kollegen von Truid streamen das Match ja auch auf Englisch. Daher könnt ihr da ja mal, wenn es gar nicht mehr geht mit dem Bild, einfach dort das Bild laufen lassen und unsere Kommentare. Ist mir dann auch egal. Achso, das ist öffentlich zugänglich auf der ESL-Seite, sagt er mir jetzt aber auch gerade. Da musst du mal gucken. Echt?
Ja, ich habe mir die Comments durchgelesen, aber ich finde da nichts. Teller macht die Augen auf. Ja, hast du ja. Nicht mal diesen also geilen in den Song, Match-Comments sehe ich jetzt echt nichts. Okay. Vielleicht bin ich auch echt wirklich nur dumm, das kann natürlich sein. Ja, hau's einfach raus. Und dann kann der Nutella auch auf dem Server. Schreib's einfach in den Chat rein, ist ja wurscht. Der arme, arme Nutella, der ist schon fast am Verzweifeln hier. Achso, für den Server ist es tatsächlich. Yeah. Ja. Das ist natürlich richtig fiktiv. Ja, ich frag jetzt halt mal auf dem Server, jetzt kann es halt jeder lesen. Ich schalte jetzt einfach mal schnell in die Overview, da kann man es nicht mehr lesen, das ist zu verpixelt. Ja. Okay. Du kannst ja. Ja, das macht auch keinen Sinn. Weg ist es. So, ich hab's dir geschrieben im TS. Ah. Sehr nettes Passwort im Übrigen. Ja, richtig. Einfallsreich. Ja. Na gut, so. So, dann schreiben wir ihnen mal, dass wir doch auch bereit sind, dass wir loslegen können. Mit dem ja, Stream, endlich. Mit dem Match des heutigen Abends. Dass wir am Start haben werden. Ich habe mich ja mittlerweile erholt von meinem Cast-Marathon am heutigen Tag. Ja, das war ja richtig hart, was du heute angestellt hast. Ne? 5 Stunden liegen hinter mir, jetzt noch der dicken Mittagscast. Und dann habe ich es für heute geschafft. Jo, also du hast heute mein Programm am Start. Aber die Pause jetzt gerade und gut, selbst ich habe es ja gemerkt, wenn man mal 5 Minuten alleine redet. Da wird so schnell der Hals. Dick. Fett, ekelhaft. Ja, auf jeden Fall nicht schön. Jetzt 1-1 gegen RTA momentan. Jo, wir haben ja auf dem Server noch den Rounds-Modus. Ja, der wird jetzt bestimmt mit dem Restart gleich umgestellt werden und dann müsste es gleich losgehen. Ich denke nicht, dass die unbedingt auf uns gewartet haben. Die Fahrer haben nämlich die Bomberbrunnen eingelegt. WQI will nochmal auf Toilette gehen. Das sei ihm hiermit gestattet. Schon wieder dieser komische Franzose. WQI heißt das, ja? Ja, der Name ist schon, ne? Ja, das ist schlimm. Vor allem, wenn es dann nachher in die schnellen Runden geht und du dann die ganze Zeit diesen französischen Namen da hast. Das ist wirklich sehr, sehr stressig. Muss ja, bis man den sein. Ausgesprochen hat, ist die Runde rum, ne? Genau, ja. Also blicken wir mal so ein bisschen auf die Gruppenphase der Saison zurück. Heute sind wir ja am letzten Spieltag der CPS angekommen. Man muss schon sagen, Acer bis auf das Match gegen Dignitas ja doch recht bravourös die Saison überstanden. Ja, sind ja auch momentan, wie gesagt, Tabellenerster und haben da auch echt nichts anbrennen lassen, trotz neuer Fahrer, wie Royal zum Beispiel, auch Poker ja viel mehr im Einsatz gewesen. Vielleicht Frostbeule, wegen den neuen Fahrern. Frostbeule übrigens ja ein bisschen so in den Hintergrund geraten. Hat ja nicht wirklich so Lust gehabt, dann auch zu trainieren. Richtig. Er hat auch viel auf seinem eigenen Channel ja gestreamt. Hat er gestreamt. Ja, richtig. Hat er da auch ein bisschen trainiert. Von ihm werden wir demnächst. Hat er aber auch gerne mal so Very Shorts oder mal F-Zero oder sonst irgendwas. Der geht da ganz schön ab in F-Zero, ne? Muss man ihm ja. Echt? Ich hab mir das nie angeschaut. Ich sehe das nur immer, doch, dass er das da streamt. Das ist geil. Ohne Scheiß. Echt? Muss ich mal angucken. Ja. Solltest du mal tun, genau. Ja. Genau. Und Dignitas, ja, laut Tabelle ja nicht unbedingt so krass überragend gewesen. 11 Punkte haben sie ja erspielt. Ne, 14 Punkte haben sie erspielt. Oh, ja, gegen wen haben die denn noch Punkte verloren, außer gegen Ace? Gute Frage, ich kann es jetzt aus dem Kopf dir gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall die Enttäuschung der Saison, Neophyte gewesen, also das war ja gar nichts, was da die Gut, das heißt Enttäuschung, das war ja auch ein Fail von den Updates, glaube ich, dass sie die da oben reingesetzt haben. Genau, gegen BX3 haben sie Punkte verloren im Übrigen. Ah, okay. Schreibt hier gerade der nette Herr aus Teller Half-Life. Genau. Im Twitch-TV-Chat. Richtig. In den ihr natürlich alle eure Sorgen reinschreiben könnt. Wir kümmern uns um alles. Ja, auch um psychologische Probleme natürlich gerne. Richtig. Genau. Die Mutti mag einen nicht oder so. Wir sind dafür euch da. So ist es. Jetzt gehen wir aber gleich live im One-on-One zwischen Karl Junior und WQI hier am letzten Spieltag und oder auch nicht. Richtig, WQ bleibt erstmal stehen.
Das also ist der geht das Ganze gemächlich an. ein Matchstart aus dem Bilderbuche hier Richtig. Heute Abend. Und Massa sehen wir dann auch später im Einsatz. Jetzt ja, mal erstmal. Sehen, ob er wieder einen Monster-Bug bekommt. Ja, das Zitat hat sich da ja so ein bisschen durchgezogen die letzte Zeit, ne? Ja, richtig. So, jetzt aber live in die erste Runde. Kaljuna übrigens auch mit dem ersten Dedimania-Weltrekord hier, 57,62 hat er gefahren, im Rounds-Modus zumindest. Und wir gehen rein in die Runde. Momentan WQI leicht vor Kaljuna, der jetzt aber hier schon wieder in diesem Part aufholen kann. Beide Autos fast ineinander gerade. Also die Runde beginnt sehr, sehr eng. Jetzt hier auf dem Blue-Part, den WQI etwas besser kriegen konnte. Da hat es den Kaljuna ein bisschen ausgebremst und meine Lampe-Tasten funktionieren nicht, also muss ich das so machen. Kaljuna kommt jetzt aber wieder ran, hier an diesem komischen Gekrüppelpart, wo es über dieses Gras geht, auch sehr, sehr ekelhaft zu fahren, aber beide sehr, sehr eng beieinander. Jetzt Kaljuna aber in Front, kann sich da vor WQI setzen, 1/1200 Vorsprung momentan. Jetzt geht's wieder auf den Blue-Part, der U-Turn. Oh, da hat WQI die Bande mitgenommen, mehr oder weniger. Und hat er auch ein bisschen Geschwindigkeit verloren. Der Abstand bleibt aber ungefähr gleich. 1900stel gegen Ende, aber das reicht nicht mehr. Kaljuna gewinnt die Runde 58,12 gegen 58,40. Richtig, aber beides Top-Zeiten, würde ich mal sagen. Wenn der Dedi bei 57,62 liegt, kann man sich mit einer 58,12 doch mal sehen lassen, finde ich. Definitiv, die Runde war ja auch recht eng, also da kann man echt nichts sagen. Und richtig. Damit das 1-0 für Dignitas. Karl Junior jetzt ein bisschen in Rückstand geraten, gerade die ersten Boah, jetzt aber guck mal, was er für ein Speed da mitgenommen hat. Hat er richtig gut gemacht. Viel Schwung mitgenommen. Hat jetzt schon gleich 2/10 Vorsprung hier, während Trollololol auf den Server connected. Das sei am Rande erwähnt. Ja gut, Karl Junior jetzt mit einem ziemlich krassen Vorsprung schon, da er den einen, die Kurve richtig krass genommen hat und da viel Speed genommen hat und auch jetzt hier in dem Part, vorhin hat er hier ja WQ schon abgehangen oder abgehängt und kommt jetzt auch deutlich besser rum und die Runde sieht relativ unspektakulär aus, wenn Karl Junior da nicht noch irgendwie die Bande küsst. Aber das scheint er wohl nicht mehr zu machen, es geht hier in die letzten Kurven jetzt gleich, noch der Rechtsslide. Und dann haben wir hier schon eigentlich den finalen Part, aber beide machen sich keine große Mühe, das Ganze nochmal spannend zu gestalten. Und Karl Junior fährt mit der nächsten richtig guten Zeit hier den zweiten Punkt für Dignitas ein. Ja, wir haben einen Flitzer erlebt. In der Tat. Auf dem Trackmania-Server hat man ja auch nicht so oft. Ob der dann auch eingefangen werden muss von dem Fachpersonal im Stadium, wer weiß, wer weiß. Ja, da muss der Admin mal durchhelfen, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. So, jetzt das 2-0 auf jeden Fall für Karl Junior. WQI knapp dahinter momentan. Da sind knapp 1/10 zwischen den beiden Spielern. Jetzt kann WQI aber ein bisschen aufschließen, kommt ein bisschen besser rum. Wer auch immer gerade die Hupe betätigt, ist es nervig. Auf jeden Fall Karl Junior jetzt am CP hängen geblieben und WQI kann jetzt die Runde für sich holen. Er muss nur noch ganz safe ins Ziel fahren und das ist natürlich bitter nach dem guten Start von Karl Junior hier in das Rennen, jetzt auch noch so einen Fehler zu machen. Aber er kämpft sich trotzdem weiter ran. Aus 88 Hundertstel werden jetzt 73, also er kommt ein bisschen ran, aber es wird auf jeden Fall nicht reichen. Das wird, ja, das reicht nicht. Oh, und da ist der nächste Fehler. Ja, das war wohl unsere Schuld, weil der kam aus Deutschland. Da war das Passwort wohl doch ersichtlich. Das ist die Schuld der Franzosen, weil die unfähig sind, das Passwort reinzuschreiben in die Match-Comments. So. Ja, da können wir nichts für. Dann müssen wir eben zu solchen Maßnahmen greifen. 59,03 übrigens von WQI. Richtig, das ist zwar eine überschaubare Zeit, aber es reicht, wenn Karl Junior da fällt. Und damit das 2 zu 1, so viel steht's jetzt, genau. 2-1, genau. Karl Junior kann ja die Führung immer noch behaupten und wenn er jetzt die Runde hier holt, dann bleibt das auf jeden Fall eine entspannte Dichte für ihn. Zu 7 geht so ein One-on-One ja meistens sowieso nicht aus. Aber aktuell lässt er sich so ein bisschen gehen, also ist jetzt schon wieder 1/1500 hinter WQ, der jetzt allerdings den Slide viel früher ansetzt, weswegen Karl Junior hier ranziehen kann und hat jetzt auch weniger Speed. Karl Junior kann hier vorbeiziehen, hat auch auf diesem Part hier mehr Geschwindigkeit, also er hat die Map richtig gut drauf, während WQ hier noch ein bisschen
zu kämpfen hat. Also Kayune ist natürlich auch eine ziemliche Hausnummer, also an dem dran zu bleiben, da gehört schon einiges dazu. Aktuell sieht es aber so aus, als könnte Carl Junior ihn wieder wegziehen und Weku muss da schon auf einen Fail von Carl Junior hoffen, um da noch ranzukommen. Ja, und das wird wahrscheinlich nichts, was schon eine halbe Sekunde ist und Carl Junior, denke ich mal, den Endpart dann doch sauber hier auf die Bühne bekommt und so sieht es auch aus. 58,15, wieder eine sehr starke Zeit von ihm. Also da hat sich Dignitas den richtigen ausgesucht. Definitiv, damit das 3:1. Jetzt für Dignitas, 4 Punkte fehlen noch. Und Bertie hat mittlerweile Deutsch gelernt. Oh, unglaublich. Schreibt ein riesengroßes Nein in den Chat. Stimmt, ja, Gratulation ja. An dieser Stelle. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, gehen wir mal in die Runde rein. Wir haben Carl Junior momentan vorne, WQI, aber knapp dahinter. Oje, oje, das sah schon ganz schön wackelig aus gerade eben. Hatte auch 20 Hundertstel Rückstand, kommunizieren den Part aber wieder ein bisschen ran. Oh, und eckt da jetzt Gott, auch da, an. Da ist der Fail. Und da ist der Fail, da ist er eigentlich von der Map geflogen. Respawn ist ja auch nicht erlaubt. Und daher kann Carl Junior jetzt die Runde ganz gechillt zu Ende fahren. Den vierten wichtigen Punkt in Folge für das Team Dignitas holen. Bei denen es ja doch noch drum geht, auf jeden Fall vor BX3 zu landen. Richtig. Aber das sieht ja momentan mal sehr gut aus. Sie könnten ja ich glaube, theoretisch unentschieden reichen, oder? Sie könnte theoretisch noch sogar Erster werden, wenn Acer heute gegen RTA verliert. Ah, ich glaube aber nicht, dass die sich das noch erlauben. Ja, man weiß das es ja nicht. Das glaube ich nicht. Man weiß es ja nicht, ja. Hat ihn das Ende nochmal ganz schön getrollt. 58,80 im Übrigen ist er da noch zu Ende gefahren. Immer noch schneller als die letzte Runde von WQI, als er ins Ziel gefahren ist. Oh ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, hier sind die Rollen nicht klar verteilt. Wollen wir mal schauen, ob WQ hier jetzt vielleicht noch den ein oder anderen Punkt wenigstens mitnehmen kann, aber man sieht auf diesem FS-Part am Anfang, bevor überhaupt der erste Slide kommt, ist WQI schon hier zwei Zehntel wirklich hinten dran. Und das sieht nicht so aus, als der Carl Junior da auch nur im Ansatz gefährden. Da muss er wirklich schon auf einen Fail hoffen. Den ihm Carl Junior aber eigentlich in den meisten Fällen nicht geben wird. Und auch jetzt sieht das Ganze wieder sehr deutlich aus. 1-1 und 5-0 im 3-3. Und WQI aha, das heißt, mit dem Slowdown. Acer, stimmt, Acer hat jetzt schon drei, also einen Punkt quasi sicher, oder? Ja. Ein Submatch-Point, ist ne? Das... Ja... Die können noch nee, theoretisch 1:1. Verlieren. Na, wenn das für 3-3 5:0 ausgegangen ist, dann das hat Acer ja jetzt fertig. Drei Punkte. Es ist ja noch nicht fertig, wenn RTA so, das ja, unglaublich schaffen 15, würde und 7:5 gewinnen. Ja, so komm. Guck mal hier, Bertie kann schon deutsche Umgangssprache. Ja. Richtig guter Typ, dieser Bertie. Genau, versucht sich da in einem kleinen Deutschkurs hier mit uns. 5:1 momentan für Carl Junior auf jeden Fall, liegt er gut in Front. Und ich denke, da wird so schnell hier in diesem One-on-One auch nichts mehr anbrennen. WQI da fast schon chancenlos. Auch wenn er jetzt in der Runde ganz gut Carl aussieht, da, kommt er auch dran. Stone gehabt, genau. Aber Carl Junior hält sich weiterhin jetzt vorne hier, kann den Bart viel besser erwischen als WQI. Kommt aber ein bisschen weit nach außen, durch WQI schon mal ein bisschen aufschließen kann, aber das wird nicht reichen, um dann nochmal ein Überholmanöver starten zu können. Verliert jetzt auch immer mehr 27 Hundertstel jetzt schon mittlerweile. Der Zeitabstand bleibt ungefähr gleich. Jetzt hier nochmal auf dem Blue Part. Ja, Carl Junior da über diese Halfpipes rüber gehampelt, aber bleibt dennoch vorne. Guck mal, 38 Hundertstel mittlerweile. Eine halbe Sekunde ja, Vorsprung okay. Rausgefahren, also das geht ja gar nichts mehr. Da geht gar nichts mehr. Carl Junior jetzt übrigens mit der schnellsten Zeit, glaube ich, bis jetzt. Eine 57,95. Das ist dann auch schon in den Dedi-Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich eine richtig also gute... Also er hat seine Hausaufgaben gemacht. Gute Zeit. Slevin will ihn da auch nochmal motivieren. Comeback und so, aber... Naja, Bruce Rain schreibt ja, guck doch mal, toll. Er wird hier schon von seinen eigenen Teammates belächelt, deswegen. Ja, es ist auch sehr unrealistisch, dagegen Carl Junior jetzt nochmal ein Mega-Comeback ja. Hinzulegen. Und ich denke, normalerweise müsste das jetzt nie eine sichere Kiste sein, dass er das hier nach Hause fährt. Und das sieht auch richtig vielleicht gut ist aus. Das aber auch nur ein einkalkulierter Verlust und gleich im 2-on-2 fahren die beiden besseren Spieler von 3D Max. Vielleicht setzt man da mehr auf das 2-on-2, das weiß man natürlich nicht. Wäre ja gut möglich, definitiv.
Richtig, weil mit Karl Junior fährt ja jetzt hier der beste Dignitas-Spieler. Das könnte unter Umständen dann sogar was werden für 3D-Max. Aber wollen wir mal nicht zu viel hier mutmaßen, wenn WQI jetzt hier wahrscheinlich mit dem Fahrfehler alle Hoffnungen von 3D-Max begräbt. Ja. Und so ist es auch. Karl Junior fährt nochmal mit einer 57,93 rein, also er wirklich mit einer makellosen Performance. Einen einzigen Fehler hat er sich geleistet, aber der ist, glaube ich, drin gegen einen WQI, der sehr schlagbar war heute. Und damit 1:0 für Dikas. Ja, eventuell, wie du selber gesagt hast, vielleicht ein einkalkulierter Fail, so dass sie da WQI als schwächsten Fahrer im One-on-One gesetzt haben. Schauen wir mal, Dignitas ist natürlich auch ein ganz schönes Brett, das es erstmal zu besiegen gilt. Dazu muss man auf jeden Fall Richtig. das Zeug haben. Und im Two-and-Two haben sie jetzt nochmal die Möglichkeit, vielleicht den nächsten Submatch-Punkt zu holen oder den ersten Submatch-Punkt zu holen. Und jetzt müssten wir eigentlich nochmal dieselbe Map von eben sehen, wollte ich gerade schon sagen, ja. Das wäre nämlich sonst ein bisschen verkehrt Jo, gewesen. Acer genau. übrigens 3-1, jetzt overall von Greif gepostet. Danke an dieser Stelle. Wunderbar, ja, das war absehbar. Und damit hat Acer ja wahrscheinlich jetzt auch schon den ersten Platz sicher, oder? Soweit Ja. ich das im Kopf habe. Ja. Wenn die jetzt unentschieden spielen, hat Dignitas keine Chance mehr. Na Für den gut, Fall, dass okay. Acer das 5 gegen 5 verlieren sollte, wovon ich jetzt einfach mal nicht ausgehe. Ja. Ist sehr unwahrscheinlich, genau. Bei Und RTA? Ja, Acer schon mal besiegt hat in der SCC, glaube ich, ne? zu Zeiten, in denen alle noch motiviert Trackmania gespielt haben, meinst du? Ja. Das kann natürlich sein. Die Dass Zeiten sind RTA ja. mittlerweile nicht mehr so motiviert war. Die Aber Zeiten das sind war ja ja gar nicht so vorbei. lange her. Ja, gut, aber du weißt ja, wie es momentan in der Szene aussieht, also an Motivation, da gibt's nicht mehr Ja, da viel. hast. Da gibt's nicht Ah, mehr hast du viel. wohl recht. Da Genau. hast du wohl recht. So, wen haben wir hier auf der Strecke? Wir haben Massa, der, glaube ich, sogar den zweiten Dedimania-Rekord hat. Also Dignitas hier mit einem Luxusproblem. Mit den beiden besten Spielern auf der Map, zumindest im Time-Attack-Modus. Und dann haben wir noch Nugget, den wohl auch jeder kennen dürfte. Also Dignitas lässt sich hier nicht lumpen und zieht seine besten Spieler aus dem Hut. Ja, Peter Parker ist übrigens Walt von 3D Max. Okay, ja, das wollte ich gerade nachfragen, wer das ist. Aber hier im Twitch-Chat wird auch zu Recht geschrieben, warum sollte RTA auch traden, dass sie eh schon nicht mehr in die Playoffs kommen können. Ja. Jo, das stimmt wohl. Ja, ist halt auch ein bisschen langweilig momentan. Die Gruppensituation muss man ganz klar sagen. Ich denke, in den Playoffs wird es dann wieder spannender werden. Am 3.3. ist, glaube ich, dann das Finale und da startet allerdings dann aber auch die Speed Premiership. Oh, Also, es ist okay. alles so ein bisschen verwurschtelt an dem Tag, aber vielleicht kriegen wir mit der Das heißt, ESL eine Regelung hin, dass wir alles zeigen können. ja, mal sehen. Das heißt, 3.3. fährt dann wieder Acer gegen Dignitas, oder wie verstehe ich das? Sehr wahrscheinlich, ja. Sofern es nicht Ja, im okay. Halbfinale aufeinandertreffen, ist es gut möglich, dass das dann so laufen wird, ja. Ja gut, wenn Dignitas den zweiten Platz klar macht, dann wird das ja nicht der Fall sein, oder? Wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht. Eigentlich müsste der Erste gegen den Vierten spielen und der Zweite gegen den Dritten, stimmt schon. Aber du kennst die ESL, die sind für alle Überraschungen gut. Genau, dann fährt am Ende der Erste gegen den Zweiten und der Dritte gegen den Vierten. Sehr sinnvolle Sache. Wäre nicht das erste Mal so, ja. Man hat schon so einiges gehört, ja. Diese Geschichte, So, wir ja. sehen hier Volt übrigens, der schon mal auf der Map deutlich fitter ist als WQI. So wie es ausschaut, zumindest jetzt war man schon an der 58-51 immerhin gefahren. Also könnte es sein, dass ich mit dieser Prognose recht gehabt hatte, dass 3D Max sich mehr so auf das Two-on-Two konzentriert. Aber ich glaube trotzdem, gegen Massa und Nugget wird es schon eine verdammt harte Nuss, wenn sie da noch was reißen wollen. Auf jeden Fall, ja, das wird schon ganz schön schwierig werden. Wobei, Massa haben wir ja das gesehen, dass der auch durchaus mal den ein oder anderen Fell hinlegen könnte. Ja, Der ist zwar wenn schnell die Bugs nicht unterwegs, mitspielen. aber er fällt ja auch gerne ganz mal. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es da eventuell dadurch spannend werden könnte. Außer er ist trainiert und konzentriert. Mal Dann wird es sehen, langweilig ja. für uns wahrscheinlich. Vielleicht sehen wir auch wieder so ein lustiges Two-on-Two wie Acer gegen Dignitas, wo die ersten 5 Runden erstmal unentschieden enden. Ach, ich glaube, kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es heute nochmal ähnlich spannend wird. Ich glaube, das wird jetzt hier heute eine ganz schnelle Wahrscheinlich Nummer. nicht, ja, hast wohl recht.
Auch wenn der bittere Rest, der noch zuschaut, jetzt auch wahrscheinlich gleich abschalten wird, weil ich das gesagt habe. Da vergrault er uns, die Zuschauer, der Predator. So macht man das professionell. Zuschauer vergraulen. Richtig. Also wenn ihr mal Zuschauer verlieren wollt, bei was auch immer ihr macht, dann engagiert mich. Dann geht das relativ schnell. Und der Stream ist leer gefegt. Oder die Halle oder was auch immer. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt ins 2&2 rein. Walt und Slevin gegen Massa und Nugget. Ich tippe 5-0. Was tippst du? Du tippst 5-0, dann tippe ich 5-1. Für ich bin mal mutig. Oh, du bist mutig. Ja. Das ist fast wie wenn man aktuell Bundesligaspiele tippt und sich dann fragt, wie viele Tore gönnen wir den Bayern? 3, 4 oder doch 5? Weil die 0 hinten dran ist ja so meistens schon. Genau, Massa und Nugget jetzt in der Runde, aber auch gut vorne mit dabei. Slevin auf der 3, kämpft da auch noch so ein bisschen mit. Walt, da geht schon ein bisschen abgeschlagen. Schalten wir mal vorne wieder in dieses Duell rein. Ja, Massa und Nugget da richtig gut unterwegs momentan. Guck mal, nur 500stel hinter der Top 1 Didi-Zeit. Momentan war richtig krass, ja. Von Massa gewesen. Also jetzt richtig schnell unterwegs. Und da wird schon über die Bayern geschimpft im Twitch-TV-Chat. Zu Recht. Ja. Und da ist er erwischt. Genau, Nugget mit dem Bug. Und jetzt könnte es eine Runde mit einem Unentschieden geben, sofern Massa denn da vorne erster bleibt. Massa Slevin ist nämlich noch dran. Und das wird sehr, sehr eng. Slevin saugt sich dann nochmal ein bisschen ran. Vielleicht trollt ihn das Ende dann nochmal. Das haben wir ja schon mal gesehen. Aber nee, Massa bleibt erster. Nee. Und das Nugget gibt das erste Unentschieden. Ja genau, am Mittwoch ist ja DFB-Pokal und da kann Dortmund dann ja zumindest mal dafür sorgen, dass Bayern da schon mal nicht gewinnt. Wird man auf jeden Fall sehen, auf jeden Fall gehen wir jetzt hier in die zweite Runde. Geht weiterhin 0-0, wir werden sehen, ob 3D-Max vielleicht wirklich hier noch zu einem Punkt fähig ist. Oh, Massa da mit dem Anhecker. Was hat er da denn für eine kaputte Linie gehabt? Also da schenkt er schon mal eine vordere Platzierung weg. Und jetzt haben 3D-Max natürlich die Chance, wenn sich einer von den beiden jetzt vor Nugget setzt oder Nugget irgendeinen kleinen Fahrfehler noch reinmacht, dann könnte das Ganze wirklich noch in Richtung 3D-Max laufen, aber Nugget aktuell hier richtig gut unterwegs, der lässt hier nichts anbrennen und versucht zumindest mal die Sache wieder zum Unentschieden zu bewegen. Massa hinten dran hat keine Chance mehr einzugreifen, außer da eckt noch jemand an. Aber Slevin hier mit einer guten Linie kann da vielleicht ein bisschen ranziehen, es reicht aber nicht. Ist hier aber auch nur eine Zehntel hinter Nugget, aber es ist jetzt schon am Ende der Map und Nugget sollte das eigentlich nach Hause fahren. Wird zwar noch ein bisschen langsamer, aber mit einer 58-11 ist das kein Problem und wir haben das nächste Unentschieden. Und ja... Ja, Bertie schreibt jetzt auch, dass sie das Ding einfach mal zusammenfahren, durchfahren sollen und dass der nicht der eine oder der andere crasht. Schauen wir mal, ob es jetzt richtig den Dignitas-Spielern gelingt, mal den Fokus eine Runde hochzuhalten auf Rack on Stick hoch 2. Ja. Epische Namen hier der ESL-Maps. Auf jeden Fall. Wobei das 2 ja, glaube ich, nur daher kommt, weil da irgendein Witzbold einen Cut gefunden hat und dann muss man die halt fixen. Möglicherweise. Dann kommt da eben diese 2 dahin. Genau, oh, ja, Nugget damit bösen Problem. Komischer Linie da, musste ja da vom Gas gehen. Aber Massa ist momentan noch in Führung. Slevin nur knapp dahinter. Da hättest du ihn fast schon weggehauen mit dem Randstein. Slevin kommt jetzt auch ran. Und da ist der Fail! Anlegt. Da ist der Fail. Slevin und Walt vorne. Hast gesehen, wie er da die Bande ganz eng gestriffen hat? Also, das war eine Pixelkante, mit der er die Bande da berührt hat. Aber es hat gereicht. Und damit haben wir hier das 1-0 und die Führung von 3D-Max. Ich glaube, ich träume. Was ist hier denn los? Ja, das hast du natürlich heute Nacht im Bett schon geträumt. Als du heute Morgen aufgestanden bist, hast du gewusst, 3D-Max gewinnt das 2&2. Genau. 58-33. Da war ich erstmal so verwirrt. Und 58-59, du warst verwirrt. Genau, als man mir gesagt hat, dass 3D-Max in Führung geht. Dramatisch. Das konnte ich gar nicht glauben. Ja. Eigentlich müssten wir jetzt zur Kirchenmucke einspielen. Ja, schon, ne? Wäre mal angebracht, aber ich sag mal, wenn Dignitas hier ein bisschen safer fahren würde, dann hätten sie auch die ersten beiden Runden schon geholt, dann würde das Ganze deutlich entspannter aussehen. Und ich glaube, die sind jetzt auch mal ein bisschen aufgeweckt worden, weil Nugget und Massa machen erstmal zum Anfang der Map hier richtig Alarm. Da kommen Slevin und Volt überhaupt nicht hinterher und aktuell sieht das alles auch noch relativ safe aus. Slevin hier mit einem guten Slide kann da ein bisschen Zeit gut machen.
und sich da an das Heck von Massa saugen, aber es reicht noch nicht, um vorbeizukommen. Jetzt vielleicht, na, er hat immer noch nicht den nötigen Speed, um da ranzukommen. Jetzt mit der inneren Linie kommt er aber ran. Guck mal, er kann Massa wirklich fast überholen, aber Massa ist ein harter Brocken. Der lässt sich hier nicht so leicht abschütteln. Jetzt hat er mehr Speed, das Leben hier mit der Risiko und kommt da durch. Kann sich jetzt vielleicht sogar noch an Nugget ransaugen. Nugget muss da Risiko fahren, um das Leben abzuhalten. Aber es reicht am Ende nicht. Steven packt ihn. Ich wollte gerade sagen, er packt ihn nicht, aber scheiße. Das war ganz schön knapp am Ende. Richtig knapp. Das war nochmal richtig knapp am Ende, ja. Und dafür... Da hätte Steven fast das nächste Entschieden rausgeholt, aber so haben wir das 1:1. Ja, nur 1/100, 58:19, 58:20. Auf jeden Fall sehr, sehr bitter da für 3D Max, dass jetzt die Runde an Dignitas geht, die damit ausgleichen konnten. Aber immerhin, das 1:1 jetzt rausgeholt für Nugget und Massa. Und das gibt jetzt vielleicht nochmal eine Packung Selbstvertrauen. Jetzt in der nächsten Runde. Bist du da etwas parteiisch? Ja, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier ein schnelles Match zu Gesicht bekommen. Damit ich nachher morgen wenigstens ein bisschen ausgeschlafen bin. Achso, ist doch erst 21 Uhr, oder bist du so jemand, der um 20 Uhr schlafen geht? Nein, normalerweise nicht, aber ich muss ja morgen früh aufstehen. Oh, Nugget momentan an der Spitze. Massa kämpft hat sich da noch. Der Bug gegönnt. Genau, ist er hat momentan jetzt auf dem letzten Platz, aber Slevin da vorne noch im Kampf mit Nacken um Position 1, das könnte eventuell die 3D-Max-Runde werden. Massa ist auf jeden Fall jetzt zu weit weg, um da noch ein bisschen was ausrichten zu können, aber Slevin auch eigentlich zu weit weg, um da noch was machen zu können, das müsste eigentlich unentschieden werden. Aber hier wieder Overspeed, reicht auch wieder nicht. Nugget hier mit einer 3,90, starke Zeit von ihm wieder, hat hier auch auf dem Server eine neue Top-4-Zeit gefahren. Das sagt natürlich nicht so viel aus, aber das ist schon keine schlechte Zeit auf jeden Fall. Definitiv, ja. Und ja, war wieder ein Unentschieden. Massa hat es nicht geschafft, dann noch jemanden einzuholen. Und Nugget rettet die ganze Sache für Dignitas ein bisschen, die wirklich hier sehr unstand auftreten. Also würden die locker ins Ziel fahren jedes Mal und nicht so viel anecken oder Bugs kassieren, dann würde das hier schon deutlicher in Richtung Dignitas aussehen. So aber hält sich 3D-Max noch das Hintertürchen hier offen. Schafft's aber auch nicht wirklich, Dignitas so zu gefährden, dass man da sagen könnte, dass 3D-Max hier dabei ist, das zu gewinnen. Also sie profitieren eigentlich die ganze Zeit nur davon, dass Dignitas sich das relativ entspannt hier gibt und sehr viele Fehler einbaut. Auch jetzt haben wir wieder Massa vorne, Nugget hier mit einem Fehler, ich weiß nicht, ob er einen Fehler gemacht hat oder einfach nur schlecht gefahren ist, aber trotzdem, da wollt jetzt schon, Slevin ist das, der sehr weit hinten ist. Müsste die Sache eigentlich für Dignitas geritzt sein und so ist es auch in dem Moment, wo Volt da auch nochmal einen Fehler einbaut. Und damit haben wir es 2:1 und nun doch die Führung von Dignitas. Ja, mach du mal gerade noch einen kleinen Moment weiter. Alles klar, der Brett ist beschäftigt, da muss man einspringen. Ja, 2:1 jetzt. Mal sehen, ob die Dignitas jetzt mal so langsam seine Konstanz wiederfindet oder ob 3D Max vielleicht irgendwo noch die verlorenen Zehntel findet und hier Dignitas gefährden kann, aber Volt macht dem Ganzen gleich schon wieder einen Strich durch die Rechnung, indem er da aneckt. Und jetzt natürlich auf einen Fehler seitens Dignitas hoffen muss, um hier die Runde noch holen zu können. Slevin muss ja auch jetzt die Runde holen als Erster, um überhaupt ein Unentschieden hier zu erzwingen. Und ich glaube, Dignitas hat nicht vor, Slevin hier noch vorbeizuziehen. Massa und Nugget hier vorne im Duett sind richtig gut unterwegs aktuell. Und lassen hier Slevin garantiert nicht mehr vorbei. Nugget da weit rausgekommen, aber das kann er sich erlauben. Slevin ist hier nicht in Schlagdistanz. Oh mein Gott! Wie Dignitas da abfliegt, beide gleichzeitig, was für ein Fail! Oh mein Gott, und damit holt 3D Max die Runde. Was war da denn los? Oh mein Gott. Muss man dazu noch was sagen? WTF. Muss man dazu noch was sagen? Richtig starke Runde von Dignitas hier. Beide verkacken diesen Runterfahrpart da, wo das Auto kurz abhebt und beide da in irgendeine Ecke geknallt. Das waren ja, sie haben ja beide einen verschiedenen Fehler gemacht. Das war ja nicht, die haben ja mich beide den gleichen Fehler gemacht. Die sind irgendwie, einer ist links und einer ist rechts angeeckt. 3D Max hat sich gesagt, ja, fahren wir mitten durch. Nehmen wir mit, kann man anbieten, oder? Auf jeden Fall, ja. Richtig stark hier auf jeden Fall.
Jetzt das 2:2 unentschieden momentan. Ja, der D-Max ist hier so ein bisschen beflügelt. Also Slevin, jetzt aktuell macht er Dignitas da vorne einiges an Feuer unter dem Hintern. Aber auf Dauer, je länger die Map geht, merkt man doch, dass Dignitas hier deutlich das bessere Team ist. Nugget hier mit einer guten Kurve kann sich an die Spitze setzen, aber Slevin möchte da nicht aufgeben, möchte noch ein Wort auf jeden Fall mitreden, muss aber jetzt die letzten beiden Kurven wieder richtig stark erwischen, um hier an Massa und Nugget noch vorbeizukommen. Aber das reicht nicht und die beiden kommen nach ihrem sehr netten Fehler gerade eben richtig wieder stark zurück ins Ziel und auch. Gleichen aufs 2:2 aus genau 81 und 95. Die beste Runde bis jetzt. Also das haben sie richtig stark gemacht. Also zeitenmäßig ist es da schon sehr, sehr schwierig dran zu kommen. Da haben sie richtig alles abgefackelt, auf jeden was Fall möglich gewesen ist. Also da hätte selbst ein Team Acer, würde ich sagen, schon eine gute Runde erwischen müssen, um da noch was gegenzusetzen. Genau, in 3D Max jetzt in der Runde mit einigen Problemen anstatt, aber auch Massa angehackt. Aber schau dir Massa an. Mal wieder gefailt. Und auch Nugget ist da weggeflogen. Das oh ist jetzt Gott. Der Freischein für 3D Max, hier alles klar richtig zu machen und das 3:3 zu holen. Ohne Fail müssen die beiden jetzt noch durchfahren und Dignitas schenkt hier eine Runde um die andere weg. Also man sieht ja wirklich, von Dignitas ist fast immer ein Fahrer auf dem ersten Platz. Ach du meine Güte, das jetzt kann sich Massa. Übrigens, Acer hat gewonnen laut Greif, auch das 5-on-5, das ist ja jetzt nicht die ultimative Überraschung. Ja, 7 zu 1. Aber die andere Überraschung erleben wir gerade auf dem Stream, nämlich 3D Max, die sich ja erstaunlich gut gegen ein relativ schwaches Dignitas schlagen und jetzt wieder 3:2 in Führung gehen können, weil Massa und Nugget sich einige Fails erlauben. Ja, und nicht in Führung gehen, sondern zum 3:3 ausgleichen, das hatte ich gerade gefailt. Aber trotzdem, 3:3, wer hätte das gedacht? Und du hast schwaches Dignitas gesagt und gerade eben haben sie noch mega die Zeiten abgefackelt. Ja gut, es war eine Runde, wo sie richtig krass waren, das stimmt, aber wenn du es mal auf das gesamte Match beobachtest, guck mal, Nugget jetzt schon wieder richtig angeeckt. Das ist keine gute Performance von ihnen, weil sie einfach viel zu unkonstant sind. Gegen Acer werden sie da ganz schön auseinandergenommen worden, das ist wohl richtig wahr. Es hilft nicht, wenn man eine Runde mal hat und dann und auch Massa Dedis da mit dem Anecker. Oh mein Gott! Guck dir Massa an! Der muss da sogar aufgeben und Nugget schreibt schon GG hier. Ich glaube, er hat schon. Ja, die haben schon beide aufgegeben. Also, das ist das Freilos hier für 3D Max in der Runde jetzt. Ja, okay. Und wie gesagt, es hilft 3D Max, Dignitas, hilft es halt nichts, wenn man mal in einer Runde hier die Dedis raushaut, aber danach drei Runden hintereinander nur Fehler in die Linie einbaut. Oh, da am Ende auch nochmal so Slevin mit Problemen gewesen. So rollt D-Max hier gemütlich ins Ziel und hat jetzt schon den Map-Punkt und kann hier zum 1:1 ausgleichen. Wer hätte es vorher gedacht? Richtig, 4:3 auf jeden Fall jetzt die Gelegenheit. Es gibt ja auch keinen Tennis-Modus, von daher stehen die Chancen gut, dass 3D Max jetzt eventuell hier das 2-on-2 für sich beanspruchen könnte und zumindest overall ausgleichen könnte, dann müsste das 3 gegen 3 und 5 gegen 5 zur Entscheidung herhalten. Momentan jetzt aber Massa vorne in der Runde, dahinter haben wir Slevin und Wall, jetzt kommt Nugget da noch angeflogen durch den Boden. Auf jeden Fall vorne das Duell zwischen Massa und Slevin, sehr sehr eng, Massa kann sich aber fürs Erste noch vorne halten, die beiden sind nur 700stel auseinander, boah, krasse Linie von beiden, Slevin da auch sehr krass über den Randstein drüber gefahren, da hat er nochmal Glück gehabt, dass es ihn nicht weggebackt hat, hier haben sie beide den Randstein ausgelassen und Massa und Slevin jetzt fast ineinander, die beiden, aber Slevin leicht an der Spitze. Oje, Walt dann angeeckt und umso wichtiger wäre es gewesen, dass Slevin da vorne den ersten Platz macht, aber der hatte auch einen Landebug und dadurch dann jetzt die Runde für Massa und Nugget, aber jetzt wirklich sicher. Richtig, Massa auch wieder mit einer starken Zeit. Und das sind die Runden, die Dignitas häufiger fahren sollte. Weil mit solchen Runden hat 3D Max keine Chance, wage ich mal zu behaupten. Da müssten sie schon beide auf PB fahren, um da Dignitas nicht zu gefährden. Und jetzt haben wir das 4:4 und die vielleicht entscheidende Runde, man weiß es ja nie so genau, weil ja immer noch das Unentschieden kommen kann. Aber Dignitas hier auf jeden Fall schon wieder mit einem besseren Start, wollte hier gleich am Anfang mit einem kleinen Bug und verliert hier gleich mal 3/10 auf die Spitze. Und das ist natürlich jetzt schon ein Problem für die 3D Max, weil jetzt muss man auf Fehler seitens Dignitas hoffen, um da noch ranzukommen.
Slevin ist da aber gut durch die Kurve gekommen, hat hier Overspeed auf Massa und kann ihn auch einholen, hat allerdings jetzt diesen Slide hier schlechter erwischt und Massa kann ihm wieder ein wenig davonziehen. Es ist aber trotzdem ein sehr kleiner Abstand und Slevin kann hier vielleicht an Massa... Oh, Massa mit einer krassen Linie hier, fast angeeckt, hat er den letzten... Die letzte Ecke der Straße ausgenutzt, während Slevin hier jetzt aber wieder rankommen kann. Den Slide besser erwischt, beide ineinander und mit der gleichen Geschwindigkeit. Der letzte Slide entscheidet hier und Slevin kommt weiter raus und Massa kann ihn deswegen abhängen. Und damit entscheidet sich das 2&2 in Richtung Dignitas. Doch noch am Ende, ganz, ganz knapp. Ja, wenn Slevin nämlich gewonnen hätte, dann wäre es ja unentschieden ausgegangen in der Runde. Aber so wird es die Dignitas-Runde und damit ist das 2 gegen 2 auch gelaufen. Und... Also da hat Dignitas ja doch mal richtig spannend gemacht. Wer hätte es gedacht, ne? 2-0 dann overall, ne? Mittlerweile schon. Jetzt muss 3D Max im 3 gegen 3 zurückschlagen, oder? Das Ding ist ja beendet. Ja, also wenn Dignitas jetzt genauso unkonstant weiterfährt, dann war eigentlich zu behaupten, dass für 3D Max da sogar noch was drin ist. Ja, aber man weiß ja nicht, wer im 3 gegen 3 fährt. Ja, man weiß natürlich auch Dignitas, dass die eine unglaubliche Auswahl an Fahrern haben. Eine unglaubliche Breite, auch wirklich Top-Fahrern, die 3D Max vielleicht jetzt nicht hat. Von daher darf man aber auf jeden Fall gespannt sein. Jedenfalls erbarmt sich jetzt gerade auf dem Server erstmal niemand, hier die Map zu skippen. Ja, Karl Junior hat anscheinend noch nicht mitgekriegt, dass er schon gewonnen hat. Karl Junior war ja auch gar nicht. Hier, Birchie sagt, dass Karl Junior WR fahren will oder so. Ach so. Der möchte jetzt gerade noch ein bisschen Training einschieben. Ach so, okay. Interessant. Ja. Bin zwar gespannt, ob Nugget und Massa auch im 3 gegen 3 fahren werden. Und ja, es ist eine gute Frage, wo Jojo und Arty für 3D Max sind. Die habe ich auch schon im letzten Match nicht gesehen. Sind natürlich so die Aushängeschilder eigentlich von 3D Max. Ne? Besten Fahrer so ziemlich. Verschwunden, ne? Sag ich dann nur. Verschluckt. Wer weiß, vielleicht hat sie das schwarze Loch eingesaugt oder der Meteorit hat sie getroffen. Genau, sie waren auf Schienenreise in Russland und kehrten nie zurück oder so. Ja, direkt auf den Kopf, ne? So wumm. Ja, das ist die zweite neue Map, die wir am heutigen Abend sehen werden. Das ist ESL Solarstone von Loco Buddha. Ach ja, den Herrn Buddha kenne ich ja auch. Den Herrn Buddha? Der hat schon mal, ja, also ich weiß, dass der schon mal ESL-Maps hatte, als ich mal ESL sehr unerfolgreich gefahren bin. Du bist mal ESL gefahren, erzähl uns mehr. Ja, ich war in irgendeinem, das war damals F1 von Stigmata vor einem Jahr oder so. Und ich stand im Team von diesem F1-Team, also wir hatten von der STF1 da so ein Team gemeldet für die ESL und stand da im Team und ich bin eine einzige Map mal gefahren, weil fast niemand zum Match da war und es war grauenhaft. Hat sich nach jeder Menge Spaß angehört, auf jeden Fall. Ja, das war Spaß für den Gegner. Spaß für den Gegner. Aber nicht für mich. So ist das halt, wenn man ein Noob ist, ne? Ja, richtig. Dann muss man sich eben solche Sachen wie Carsten suchen. Ach so, ja. Wenn man schon nicht fahren kann. Ja. Wir können ja mal das Caster One-on-One machen. Oder ein One-on-One-on-One-on-One. Das heißt, Arnie, abgewatzt, du und ich fahren mal gegeneinander. Oh ja. Und wir machen mal den Stream. Das wird ein Spaß. jeder hat eine Woche Zeit zu trainieren. Nee, ich wette, damit wir mehr Einschaltquoten als heute. Ja, Mario sagt auch, das will ich sehen. Mario ist schon der erste Zuschauer. Das wäre in der Tat, glaube ich, ganz witzig. Vielleicht kriege ich das organisiert. Ja. Ich guck mal, dass ich das vielleicht hinbekomme. Mal sehen, ja. Es wäre auf jeden Fall ganz witzig, dass wir das mal machen würden. Aber wer castet denn dann eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, einfach alle vier in einen Channel, zack, da ist schon genug Spaß garantiert. Wahrscheinlich, das wäre eine gute Möglichkeit, ja. Dass wir das so machen könnten. Gut, wir haben momentan noch die Warm-Up-Runde. Birchie, Massa und Karl Junior fahren dann für Dignitas. Und ja, bei 3D Max weiß man es noch nicht. Wer richtig, fährt. Die haben noch vier Leute am Start. Wie ist denn der Nick von King Team 11 in Trackmania? Das würde mich mal interessieren. Also ich finde, wenn er mitfahren will, dann muss er auch mit uns casten. Dann muss er sich auch bekannt geben, genau. Genau. Also mal schön facebook.com/stubbytv liken und uns schreiben. Das wird er wahrscheinlich schon getan haben, wenn er so ein Hardcore-Fan ist.
Man weiß es nicht. Man muss immer auf Nummer sicher gehen. Ja, das ist wohl wahr, deswegen haben sie jetzt auch nochmal schnell eingeblendet. Aber er will wohl seine Identität nicht wirklich preisgeben. Das ist natürlich ungünstig. Wer weiß, wer weiß, wer sich dahinter versteckt. King Tim, können ja viele Leute sein. Vielleicht der Frostbeule des Trackmanias. Gefaked als Genau. Deutscher. King Tim ist mein Name in Trackmania. Wer hätte es gedacht? Mensch! Nein, King Tim, Ausrufezeichen. Du hast etwas vergessen. Oho, aber jetzt, aber jetzt, Ja. aber jetzt. So, ja, wir warten immer noch hier auf den dritten, vierten Spieler, was auch immer. Team Dignitas Server-Hoster. Siehst du mal. Oh. Edel, edel. Edel, edel, ja. Du kannst mir Während gerne mal wirklich auf der Snakey. Facebook-Seite schreiben. Ich hätte da einen interessanten Deal zum Vorschlagen. Oh, was ist da los? Ja. Das ist noch geheim. Das Projekt wächst ja noch hier. Also das wird ja noch ein bisschen größer. Von daher kann man mich da gerne anschreiben, wenn man mehr wissen will. Jetzt gucke ich nachher auf Facebook 1000 PMs. Die tausendste PM sagen wir es dann, würde ich sagen. Nach der 1000. PM, genau. Genau. Ja, Wer können wir uns es die dann sagen. tausendste PM schreibt, der kriegt die geheimsten Geheiminformationen von Stubby TV. Und ein Kopper. Alle, genau, und ein Koppe. Wenn das mal kein Ansporn ist, Das wäre doch mal dann witzig, weiß ich oder? auch nicht mehr. Ja, also ich würde mich ja für einen Kopper richtig krumm machen. Ja, also ich auch. Ja, Ich meine, also. wo kriegt man den schon mal? Ja, Gut, also. jeden Tag, wenn man sich in Trackmania connectet, gibt's 50, aber trotzdem, hallo? Ein Kopper, ja, das ist doch Wahnsinn. Ey, Vor das allem, was ist du doch damit alles richtig krass. anstellen kannst, ja, mit diesen Koppers. Schon, hallo? Ey, ich würde dann erstmal richtig geil essen gehen, glaube ich, ey. Echt Ein Hammer, Kopper, oder? ey. Schön beim Chinesen Ein bestellt und Traum, dann Alter. erstmal, Jo. kannst du mal mit Koppers bezahlen? Geht das hier? Sag mal dein Login an der Haustür. Was denn? Sag mal den Ja, Login. Koppers sind ja die Währung des Untergrunds, falls du es noch nicht Ach weißt. so, ja, die Währung Ist des ja die Untergrunds. Schwarzwährung. Oh mein Gott. Jetzt sind wir ganz unten Richtig angekommen. bittere Geschichte hier. Hast du schon deinen Guck mal von. Hartz-IV-Antrag ausgefüllt? Alles schon geschickt. Alles schon abgeschickt aus. Hat der Mutti dabei geholfen, ja. Richtig. Ich kann ja noch nicht schreiben, das weißt du ja. Ah ja, die Geschichte. Deswegen kriegst du auch keinen Job. Ja. Genau, das ist leider ganz schön bitter. Und was war mit den Frackster-Artikeln, die über deinen Namen veröffentlicht wurden? Die hat ja auch immer jemand geschrieben, ne? Ja, die hat das. Ich habe einen Ghostwriter, weißt du, der. Oh, wie die Schawan? Ja. Achso, so eine Was? Geschichte. Schaban? Wer? Die hatte doch auch einen Ghostwriter, oder? Ach so, Für ja. ihren Doktortitel. Das ist ja ein anderes Thema, richtig. Den hatten ja auch noch ein paar andere Personen, die wir hier, glaube ich, nicht namentlich nennen müssen, weil sie jeder kennt. Ja, der Wolf. Ja. Ja, der ist so. Der sowieso, ist ja eh der größte Faker schlechthin, ne? Richtig. Der hätte auch 10 Fake-Accounts in der ESL und wird's abstreiten. Auf jeden Fall. Champ bietet uns übrigens 2 Koppers an. Ich möchte die gerne haben, Champ. Ich möchte die 2 Koppers gerne haben. Schickst du mir die? Richtig, so nur als Beweis, dass er sie auch wirklich hat, dass er so ein reicher Mensch ist. Ja, es ist immer noch WU. Oder? Richtig, das ist auch Ja. der einzige Grund, warum wir so viel Scheiße labern, wenn Ja, nebenbei es bemerkt. ist immer noch WU momentan. Ja, weil sich auch. Jetzt haben wir hier noch einen Druid-Typen aus Japan auch noch. Der hier mitmischen möchte. Ich weiß nicht genau, was der hier gerade möchte, aber ich glaube, das ist möglicherweise einer von den Druid-Streamern, oder? Der Grund, warum wir so wenige Viewer haben, lasst uns ihn kicken. Nee. Die sind ja schon in Ordnung. Die machen ja auch einen richtig guten Stream, da kannst du ja wirklich nichts Oh, das sagen. stimmt. Ja. Und gut, wir sind ja auch noch auf Deutsch und denken mal, die mit ihrem englischen Stream sprechen dann doch ein paar mehr Leute an. Und dann auch noch Ist ja Full nicht zu HD. leugnen. Ja, oh, Wobei ich richtig. gestern schon getestet habe, also 1080p schafft mein Rechner an sich ja NP, ja. Nur die Leitung nicht. Das ist ja das Richtig. Problem. Aber das ändert sich ja hoffentlich. Vielleicht kann ich dann sogar in 1080p streamen. Dann kann es zwar keiner mehr gucken, aber naja. Wann ist denn deine Leitung so ungefähr am Start? Hast du da schon Informationen? Normalerweise sollte es heute schon soweit sein. Oh, ja gut. Allerdings wisst ihr ja, wie es ist mit Internetprovidern. Das dauert immer so ein bisschen und dann
geht das auf jeden Fall wieder nicht oder das auf jeden Fall wieder nicht. Und ja, da wird momentan noch dran geforscht. Also ich weiß es nicht, in der nächsten Zeit müsste es auf jeden Fall an den Start gehen. Und dann ist auf jeden Fall 720p mindestens drin. Wunderbar. Kann man denn dann auch bei Twitch hier auswählen? Das kann man dann auch bald, was genau. Was für eine Qualität man haben will. Das kann man dann auch bald. Ja, siehste. Wenn mein Channel endlich mal bei Twitch TV als Partner eingetragen wurde. Die GameSports-Familie ist ja da momentan dran, das Ganze zu verwirklichen. Aber das dauert halt alles noch, weil GameSports hatte ja den Deal mit Own TV damals. Die gibt es ja mittlerweile nicht mehr, wie er bekannt sein sollte. Own TV, ja. Gott sei Dank. Zum Glück down gegangen. Zum Glück, genau. Ansonsten und hätten wir hier über Owned nicht so schön streamen können, glaube ich. Genau, und Fratzenrasten ist auch wieder da. Genau, den habe ich schon vermisst. Genau. Haut genau. Er denn gar kein F1? Ich sehe ihn da gar nicht im Chat. Was soll er mir mal sagen, ob er kein F1 haut? Das ist ja fies, oder, wenn er keine F1 richtig haut. Das fände ich schon einen harten Vertrauensbruch. Also bis jetzt konnte man sich ja immer auf ihn verlassen. Ja, Shootmania hat er heute Mittag auch nicht geguckt. Böser Junge. Ja gut, Shootmania ist auch ein anderes Spiel. Das kann man ja nicht unbedingt. Er guckt ja wegen uns. Er guckt ja nicht wegen dem Spiel. Ne? Das weißt du doch. Weil wir einfach so richtig geil sind. Ach so. Steht also auf schlechtes Entertainment. Er steht auch auf Trash Talk über den Bachelor. Oh je. Yeah. Das war auch ganz bittere. Ganz bittere Geschichte. Aber wir haben die Stunde rumbekommen. Oh Gott. So, ja, momentan jetzt auch der dritte Spieler endlich mal aufgetaucht. Spam ist jetzt auch mit auf den Server. Wir sind jetzt in der letzten Warm-Up-Runde hier im 3 gegen 3 zwischen Dignitas und 3D-Max. Momentan 2-0 overall für Dignitas und ESL Solarstone ist die nächste Map, die wir am heutigen Abend dann geboten bekommen, bevor es dann bald in Richtung Bett geht und in Richtung Arbeit am Montagmorgen. Richtig. Ich glaube übrigens, Spam ist der Grund, warum wir lange jetzt warten mussten. Na. Weil er wohl im 3 und 3 fahren sollte und ja, sich gedacht hat, ich bin sowieso ESWC-Gewinner, dann könnt ihr auch mal auf mich warten, ihr Panel. Möglich, ja. Gut möglich, ja. Fratz Rasmel hat sich zur Formel 1 übrigens nicht mehr geäußert. Geäußert, ja. Böse Gerüchte nehmen ihren Lauf, würde ich sagen. Oh, da muss ich gleich mal eine Trackster News schreiben. Fratzen Raspel schaut nicht auf regelmäßig jeden Fall Trackmania Streams. Das wäre doch mal was, oder? Richtig, also das wäre Schlagzeile des Monats. Mindestens. Die würde da aber auch einen ganzen Monat stehen bleiben, weil ja sonst keine News kommen. Ja, das ist eine andere Geschichte. Ja, genau. So, ja, wir haben Dreas immer noch im blauen Team, der müsste sich dann auch mal in Richtung 3D-Max legen, dann könnte es vielleicht auch mal losgehen. Während wir schon wieder hier einen von 4-4 haben, also das könnte fast schon das echte Match sein. Tja, ist es aber leider nicht. So lange sind die hier schon am An, ja. 4-4, das wäre doch mal was. War so spannend wie vorhin. BX3 Neo übrigens den ersten Teddy-Mater-Weltrekord in Rounds. Sehr, sehr schwierig auszusprechen. Den zweiten hat jemand von Elite, oder sehe ich das richtig? 56-52. Ich hab's nicht weiter ausgeklappt, aber jetzt mal. Ja, Elite, Only genau. One nennt er sich, ich weiß nicht, wer das ist. Aber Elite ja auch durchaus kein schlechtes Team. Die fahren ja zweite Division, gell? Ja, ich glaube. Nugget, Massa und Karl Juno haben hier auch die Mania-Rekorde, 56, 73, 75 und 76. Richtig, und alle nur geht. Ein 3D-Max-Fahrer hier auf der Map mit dem Daddy Mania unterwegs. Junge. Und das ist WQI. Da sieht man schon, ne, dass die Favoritenrolle doch verteilt ist. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Dignitas kann ja jetzt alles klar machen, wenn sie das 3 gegen 3 gewinnen und wir gehen nicht live, schreibt WQI mal wieder. Die sind witzig. Wie lange warten wir jetzt hier schon? Das ist doch sicherlich eine Viertelstunde oder 20 Minuten, oder? Gut möglich. Die jetzt schon hier einfach mal verdümpeln. Ja, WQI fährt jetzt aber auch, anscheinend scheint es doch loszugehen, alle Autos sind unterwegs. Ja, Spam steht hier am Start. Oh. Andreas ist jetzt auch raus. Ich weiß nicht, Spam steht jetzt rum, wahrscheinlich weil WQI not live hier geschrieben hat. Es gibt auch Peter, der Volt hier, Peter Parker, genau. Volt gibt jetzt auch auf. Vielleicht ist er auch nur gefailed.
Hätte ich lieber Walter nennen sollen. Ja, meine ich, Walt. Soll er sich doch mal Walt nennen, das ist wirklich. Ja, Spam chattet, also ich weiß nicht, ob es jetzt hier live ist. Es sieht zwar vorne so ein bisschen so aus. Also wenn es live ist, holt sich Digni das jetzt gleich den ersten Punkt. Da ich nicht glaube, doch. Wikui kann sich hier aber noch vorne ransetzen. Massa jetzt hier mit der Risikolinie. Wikui hat mehr Speed. Endzone. Und auch Slevin kommt dann nochmal durch. Endzone. Ja, okay. Ich dachte es mir eigentlich. Komische Geschichte hier. Jetzt geht's los. Ja, ich hoff's. Stehst du unter Zeitdruck? Möchtest du mich alleine lassen? Nein, ich möchte dich nicht alleine lassen. So viel Anstand habe ich noch. Sind denn jetzt alle Autos mit? Oh, das ist ja fast schlimmer als bei Shootmania heute. Mann, sind die kaputt, ey. Oh mein Gott. Kriegen es nicht geschissen. Fahren in erste Division Premiership und schaffen es nicht mal hier Restart zu machen, um dann zu starten. Birch schreibt es auch. LOL. Ja, ja, ja. Also das ist ja mal wirklich hart momentan. Nur die Dignitas-Fahrer unterwegs gewesen. So, jetzt scheint es aber loszugehen. Ich hoffe es, ja. Im dritten Versuch, meine Damen und Herren, schaffen wir es vielleicht dann doch mal. Das Match ist schon unglaublich. Alle Autos sind gleichzeitig hoch, mein Gott. Das haben wir noch nie erlebt. Das haben wir noch nie erlebt. Die Situation ist perfekt. Ja, da war jahrelange Übung mit dabei, dass das geklappt richtig. Hat gerade eben. Also großes Kompliment hier an alle Fahrer, richtig krasse Leistung. Die es geschafft haben, ihr Auto losfahren zu lassen. Genau, hab ich ja selber auch jahrelang probiert, aber es wollte nie funktionieren. Das ist über diesen Landwirtschaftssimulator. Oh je. Gehen wir mal in die Runde rein, wir haben momentan Massa vorne mit Karl Junior, WQI dazwischen, dahinter Slevin, dann Walt und dann erst Spam, eine ganze Sekunde aber da schon hinten dran. WQI sich hier. Und da vorne Karl Junior auf jeden Fall zusammen mit Massa müsste eigentlich die Runde klar machen, weil wir haben auf jeden Fall guten Vorsprung. Und Massa kann richtig. Sogar noch auf Karl Junior aufschließen da vorne. Die beiden sind fast ineinander und da geht's auch schon Richtung Ende. Und schöne Zeit! 57:10, 57:14. Auf jeden Fall. WQI konnte da zwischenzeitlich Dignitas noch ein bisschen ärgern, aber am Ende hat er dann, glaube ich, doch einen ziemlich großen Fehler gemacht, sonst hätte er keine 58:92. Ja, und damit. Und damit holt Dignitas hier den ersten Punkt, ne? Und so ist es. 3D Max mal wieder mit dem Rückstand, wo nach einer Runde ist das ja alles noch nicht ganz aussagekräftig. Jedenfalls haben wir jetzt auch Karl Junior wieder vorne, der hier wirklich eine gute Performance abliefert. Vorhin ja im Wonder noch richtig stark gefahren. Und auch Massa kann sich jetzt nach der ersten Kurve ein bisschen nach vorne setzen, hat Alex jetzt ein bisschen weniger Speed, lässt sich hier von Volt und auch fast von WQI einkassieren. Dann Karl Junior vorne. Oh, das war ein richtig krasser Anecker von Volt, war das, genau. Und auch Massa kann sich jetzt ein wenig vorne, ne, kann sich nicht festsetzen. WQI immer noch in Schlagdistanz, kann ihn hier gefährdigen und auch Slevin schafft es noch ein wenig an Massa dran zu bleiben, aber es reicht eben nicht, um ihn zu überholen. Jetzt auch hier mit der ganz engen Linie, das. Oh, da Spam da. Er dickt das nicht mehr ein. Aber das reicht trotzdem, genau wie du es schon gesagt hast. 56:87 von Karl Junior. Meine Güte, fackelt der da vorne was ab. Aber auch Massa sehr schnell gewesen mit einer 57:08. Schöne Zeit auf jeden Fall von den beiden. Und die zweite Runde für Dignitas. Damit erwartungsgemäß vorne auch im 3 gegen 3 gegen 3D Max. Die vielleicht auch jetzt so ein bisschen den Mut verloren haben. Na, man weiß es nicht. Vielleicht sind sie ja nochmal zurück. Es steht ja immerhin noch 1:1 und ein 2:0 Vorsprung. Ist ganz schnell aufgeholt. Wie man aus anderen Matches sicher schon mal mitbekommen hat. Ich erinnere mich ja an ein legendäres Match, wo Game.de 6:0 gegen Acer geführt hat, bis es dann zum 6:6 gekommen ist, ne? Ja, ja. Das war sehr witzig. Damals noch als Zuschauer. Aber nicht als Game.de. Nee, kann ich ja nicht. Also da will ich nicht vorm Gamepad sitzen. Genau, oder so vor der Tastatur. Man vorne weiß ja von Olf, er fährt Tastatur. Slevin, Kaluna und Massa, dann Walt und dann erst Spam. Und es ist entscheidend da vorne, ob Kaluna jetzt den Slevin da vorne kriegen kann oder nicht. Slevin da mit einer starken Kurve oder Karl Junior angeeckt, aber Slevin hier richtig stark, kommt jetzt aber hier nochmal ins Schlingern, aber er schafft es doch nach vorne zu bleiben. Aber es reicht. Es reicht trotzdem. Ist doch, ja, wegen WQI. Ja. Weil er sich den letzten Platz gewinnt hat.
So ist es. Reicht es doch für Dignitas? Also da hat 3D-Max vielleicht eine Chance, eine der wenigen Chancen, hier einen Punkt zu holen, weggeworfen. Weil Slevin da auch wieder eine 56er Zeit, also war stark unterwegs auf jeden Fall. Ja, Spam auf jeden Fall nicht gerade wirklich trainiert. Schreibt er jetzt auch PB. Nee. Weil er scheint Da wirklich nur fragt man Ersatzmann sich, zu sein. warum wir eine Viertelstunde auf Spam warten und er Oh! sich dann hier so am Failen ist. Massa mit einem bösen, bösen Fehler. Nur noch Kaljuno da vorne. Aber auch ein Aber auf Spam ist er noch 3D-Max-Fehler vorbei. weg. Spieler Vicry weg. auch schon wieder hinten. Das ist der zweite Fahrer, der hier aktuell eine relativ unglückliche Figur macht. Ist jetzt auch hinter Massa zurückgefallen, während vorne Karl Junior weiter seine Kreise zieht. Also er ist wirklich am krassesten trainiert, würde ich mal sagen hier. Slevin lässt sich jetzt hier vom Spam einkassieren, muss jetzt auf den letzten Kurven Risiko fahren, um wieder an den Verband beizukommen. Und das funktioniert wunderbar. Schau mal, wie weit innen er da gefahren ist. Jetzt ist Spam aber wieder an ihm dran. Er Oh mein kommt vielleicht noch Gott! vorbei. Hey, oh mein Gott, es reicht. Es reicht, ja. Da hat er die innere Linie in der letzten Kurve noch gehabt und ist besser über das Gras gekommen. Und damit ist es wieder eine Dignitas-Runde. Ja, 57-34, 57-36, also 200stel haben letztendlich einen Rundengewinn für Dignitas ausgemacht, die jetzt 4-0 in Führung gehen, noch 3 Punkte brauchen, um dann letztendlich alles klar machen zu können. Und dann haben sie hier das Match auch endgültig gewonnen. Und dann ist die Premiership-Gruppenphase für sie so gut wie erledigt. Dann komme ich noch das obligatorische 5 gegen 5 und dann haben wir es auch geschafft am heutigen Abend. Richtig. Wenn wir jetzt aber sehen, dass Slevin aktuell eine relativ gute Performance da vorne abliefert, also er von 3D-Max wirklich der beste Fahrer, würde ich sagen, und Volt jetzt auch hier super um die Kurve gekommen. Aktuell ist 3D-Max deutlich besser drauf. Auch Karl Junior kommt hier aktuell Slevin und Volt nicht wirklich hinterher, kann zwar jetzt Vicry einkassieren, aber das reicht nicht, da 3D-Max immer noch mit zwei Fahrern hier vorne vertreten ist und die beiden sich auch nicht wirklich anschicken, einen Fehler zu machen, wollte ich gerade sagen. Da kriegt Volt da einen krassen Slowdown. Karl Junior kann da vielleicht nochmal aufholen. Hat hier Speed, schau mir das mal an, wie er da vorbeigezogen ist und hat jetzt doch die Führung übernommen, an allen 3D-Max-Fahrern noch vorbeigezogen und holt hier die Runde. Und am Trotzdem hat es Ende nicht hilft es gereicht. doch nichts. Am Ende hilft es doch nichts. Aber krass, wie Karl Junior da den Speed mitgenommen hat in dem Slide, ist richtig weit nach draußen geslidet, um da viel Speed mitzunehmen. Hat erst richtig viel Boden verloren und dann ist er an allen vorbeigezogen. Also von ihm eine richtig starke Performance. Leider hat der Rest von Dignitas nicht mitgemacht, sodass es jetzt 4 zu 1 immerhin steht aus Sicht von Dignitas. 3D-Max konnte hier den Punkt machen. Aber trotzdem natürlich noch ein guter, komfortabler Vorsprung für Dignitas Ja, richtig, momentan, klar. den sie da rausgespielt haben. Und deswegen sollten sie sich da auf jeden Fall nicht verunsichern lassen, den Fokus behalten und die Runde jetzt auch für sich holen, die jetzt momentan auch ganz gut aussieht. Wir haben Karl Junior vorne, der da leicht weggebackt ist. Wird da auch direkt überholt von seinen Teamkollegen und auch Peter Parker und Walt. Wirklich sortieren wollen sie sich dann noch nicht in der Runde. Slevin haben wir jetzt vorne dahinter, Massa und Karl Junior und Wall, also dieses Viererpaket da vorne wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend Richtung Ende werden. Schau dir das an, die sind alle vier fast ineinander gerade. Das ist wirklich krass. Jetzt fliegt Slevin da ein bisschen weg, Massa nach vorne zusammen mit Wall und Massa mit dem Noslide. Karl Junior nur noch auf Position 2 und das könnte wieder die 3D-Max-Runde werden und so ist es auch. Tja, bitter gelaufen. Für Dignitas. Richtig. Und vielleicht geben sie das echt jetzt noch aus den Händen. Also Massa hat da wirklich einen krassen Noslide erwischt. Man hat auch gesehen, Karl Junior hat wieder die gleiche Linie gefahren wie letztes Mal, dass er da extrem weit rausslidet, um dann mehr Geschwindigkeit mitzunehmen. Das hat diesmal aber nichts gebracht. Also diesmal hat er dadurch nicht so viel Zeit gewonnen. Und 3D Max kann jetzt hier rankommen auf 4 zu 2. Ist natürlich immer noch für Dignitas eigentlich ein beruhigender Vorsprung. Aber man sollte sich jetzt wieder zusammenreißen und die nächsten Runden ein bisschen konstanter abspulen. Ansonsten könnte 3D Max das wirklich noch ausnutzen. Weil schlecht ist 3D Max auf alle Fälle nicht hier. Die sind auf Augenhöhe, nicht ganz, aber gut, die sind schon auf Augenhöhe, finde ich. Und wenn Dignitas da ein bisschen fehlt, kann man da durchaus den einen oder anderen Punkt mitnehmen. Aber aktuell lassen Karl Junior und Massa hier in der Runde überhaupt nichts anbrennen. Spam wieder mit Sicherheitsabstand zu der ganzen Runde. Nur Vicui kann da aber Dignitas wirklich gefährlich werden und alleine kann er da überhaupt nichts machen, auch wenn er da jetzt wegpackt, sowieso schon nicht. Und damit holt Dignitas das ungefährdet 5 zu 2. Vicui jetzt nochmal hier schön angeeckt und poltert über die Banden. Und damit ist es ein Teambash.
Ja, besser hätte es nicht laufen können. Wir denken, dass 56, 86 übrigens von Karl Junior, 56, 95 und 57, 59. Also Massa und Karl Junior da wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Und selbst Bam wurde noch Dritter, obwohl er echt langsam unterwegs gewesen Richtig. Ist jetzt hier in der Runde. Das zeigt vielleicht, dass bei 3D Max doch langsam die Puste ausgeht und die zwei Runden nur gemacht wurden, weil die Intas einfach zu viele Fehler gemacht hat und wirklich nicht konzentriert genug hier in das 3 gegen 3 gegangen ist. Was ja auch ein bisschen schwierig ist, wenn du merkst, dass der Gegner nachlässt, dann lässt du automatisch meistens auch nach, weil du halt nicht 100% geben musst. Jetzt in der Runde haben wir Karl Junior und Massa auf jeden Fall vorne mit dabei. WQI über die äußere Linie, gerade auch sehr, sehr viel Speed mitnehmen kriegt da können. Speed mit, schau mal wieder, da holt er einiges auf durch. Aber natürlich reicht es trotzdem nicht, um Karl Junior zu gefährden. Und auch Massa hat sich jetzt wieder vor ihn gesetzt. Sodass wir jetzt wieder eine relativ unspektakuläre Runde erleben. Sollte da vorne nicht noch jemand fehlen, Massa da mit einem kleinen Bug und Vekuhi kann da tatsächlich nur vorbeiziehen. Mal sehen, ob es ihm noch was hilft. Vekuhi mit der äußeren Linie kommt aber nicht an Karl Junior ran. Jetzt vielleicht noch mit dem inneren Slide. Aber da kommt er weit raus und es reicht nicht, dass er Vekuhi Karl Junior da noch gefährden kann. Ja, einfach deshalb, weil Spam ja noch vor Walt und Slevin ins Ziel gekommen ist. Richtig. Und deswegen ist es das 6:2 für Dignitas. Und das Ding ist so gut wie gegessen eigentlich. Und Dignitas hat auf jeden die nächsten Fall, drei Punkte auf dem Konto. Wir haben jetzt 4, beziehungsweise eigentlich sogar 5 Map-Bälle. Wir müssen jetzt schon 5 Runden Folge abgeben. Und ich glaube, gegen die Mannschaft von 3D Max sollte das kein Problem sein, dass man da wenigstens einen von diesen 5 nochmal gewinnt. Normalerweise nicht, da hast du recht. Richtig, ja, und wir sehen jetzt auch Junior Massa wieder in den ersten Kurvenpassagen sofort vorne. Allerdings Massa, schau mal, Massa ist da leicht angeeckt und nur Karl Junior kann aktuell noch die Spitze halten. Vekuhi jetzt auch hier auf Höhe von Massa kann hier an ihn rankommen und aktuell könnte das sogar für Dignitas gar nicht so, für 3D Max gar nicht so schlecht aussehen. Volt jetzt hier schlecht um die Kurve gekommen, wurde hier vom Rest einkassiert. Allerdings Massa jetzt auch wieder besser unterwegs, kann sich da nach vorne ziehen. Jetzt allerdings hier ineinander, Vekuhi und Slevin, genau. Jetzt bin ich komplett draußen, aber Massa schafft es wieder, Massa schafft es wieder, die vorderen Positionen hier einzunehmen und Vekuhi auch mit einem Anecker, sodass es dann doch eine Dignitas-Runde wird. Und damit haben wir das 7:2, Chichi im 3 gegen 3, Dignitas gewinnt auch das 3 gegen 3, damit haben wir das 4:0 und 3D Max kann theoretisch im 5 gegen 5 nur das 4:2 holen oder Dignitas macht jetzt alles klar zum 6:6. Richtig, also das war wirklich eine einfache Übung für Dignitas, würde ich sagen. Ja. Die 2 Punkte, die sie da bekommen haben, waren wirklich nur der Unkonzentration geschuldet. Und selbst die konnten sie sich ja locker erlauben. Ja, können sie sich auf jeden Fall locker erlauben. Jetzt sehen wir noch die dritte Map gleich. 5 on 5 jetzt hier auf der Map Dream Flavor. Genau. Hoch 3. Richtig, von John, soweit ich es hier sehe. Das ist doch BX3 John, gell? Irgendwie ist das doch die Map von der Gamers Assembly 2013. Die sollte ja eigentlich jetzt nicht hier auf dem Server sein, oder? Wieso ist sie überhaupt da auf dem Server? Die sind doch noch gar nicht ausgewählt, kann das sein? Interessant. Uiuiui, was ist da los? Ja, wer weiß Bittere das schon. Bittere Geschichte auf jeden Fall, ja. Wer weiß das schon. Ich glaube, die Map wird nicht mehr gespielt werden. Nee, wäre glaube ich besser. Vor allem, wenn man sich anschaut, was ja für Preise für die Gamers Assembly ja announced wurden. Das ist ja nicht von schlechten Eltern. Weiß ja, da nicht, geht ob du das mitbekommen hast. Da geht auf jeden Fall ein bisschen was. Mhm. Da gibt's ja für jeden von jedem dieser Turniere gibt's glaube ich so einen fetten 1000 Euro Alienware PC. Ja. PC. Ja. Den hättest ich du sag auch gerne mal das Englisch. Ja, den hätte ich auch gerne. Ne? Mit deinem Single Core, den du momentan hast. Ja, ich meine, wenn es gut läuft, habe ich in 1-2 Monaten dann auch mal einen anständigen Rechner hier stehen. Ein Dual Core. Nee, das wird dann schon wirklich anständig. 1 GB Arbeitsspeicher. Ja klar, so richtig Hardcore-Power, weißt du? Ja, ja. 256 MB Grafikkarte muss schon drin sein. Also. Soll ich dir den alten Pentium 4 schicken? Oh jawohl, sofort, her damit. Das, darauf stehst du doch, oder?
Auf jeden Fall. Der ist, glaube ich, schneller als dein jetziger, kann das sein? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich sogar ein Pentium 4 hier habe. Ich habe mich mit der Kiste nie beschäftigt, weil ich weiß, dass sie einfach scheiße langsam ist. Ja, dann nimm doch einfach einen Ziegelstein und schmeiß ihn ins Gehäuse. Das wäre doch mal was. Nimm's auf, stell's auf YouTube und hast 1 Million Klicks. Ja! Vielleicht macht das den PC ja auch schneller, man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob du dieses YouTube-Video kennst, wo Leute diesen Ziegelstein in eine Waschmaschine stecken, die gerade im Schleudergang ist. Doch, doch. Das ist auf jeden Fall sehr witzig. Da geht's richtig übelst ab, richtig übelst ab. Oh ja, die geht richtig ab, Waschmaschine. Und da ist dann alles vorbei, ja, also. Die fliegt ja quer durch den Garten, das ist dann nicht mehr schön. Mhm, richtig. So, wir warten momentan ja, hier, noch auf die Sortierung der Spieler. ESL Dream Flavored, hart geflamed auf TMX. Ich weiß, dass ja die erste Map von John schon nicht besonders gut angekommen ist und dann wurden die Admins da schön geflamed von wegen, ja, man hätte ja irgendwie daraus lernen können, dass die erste Map von ihm scheiße war, dass man die zweite eben dann nicht nimmt. Tja. Aber gut, jetzt ist er trotzdem genommen und die Fahrer müssen damit Vorlieb nehmen. Hat er die ESL bestochen und seine Map halt eben doch eingekauft. Mit zwei Koppers. Da hat John ein bisschen was überwiesen auf das ESL-Konto wahrscheinlich. Denn deswegen konnten sie die EPS-Gelder ausbezahlen, jetzt weißt du warum. Wahrscheinlich, ja. Die wurden dann einfach in Koppers ausgezahlt. Genau. Und man hat gehofft, das merkt man, ne? Ja, im Twitch-TV-Chat wird auch geschrieben, ich denke, das Kriterium für das Map-Pack war, ein verkacktes Ende zu haben. Darum kam er wohl zum Handkuss. Das kann natürlich... Du lagst im Übrigen auch wieder. Echt? Ja, ja. Ich hab ja, schon ja drauf gewartet. Das ist mal wieder soweit. Lädt dein Vater wieder Pornos runter? Das ich weiß es nicht, ne? Und dann so. Also, man versteht kein Wort mehr. Vielleicht probieren wir es einfach in 5 Minuten nochmal. Schade, dass er jetzt da gestorben ist, der liebe Nutella. Aber so ist das nun mal. Du musst halt wieder so ein großes Nutella-Glas kaufen und da nochmal deine Power mit auffüllen, dann läuft das schon. Momentan auf der Strecke auf jeden Fall der John hat ja zugeschaut. tja ja Okay, also auf der Strecke haben wir TK, Papu, Juri, Andreas und Frenchy für 3D Max und für Dicken Taskimo, Massa, Nugget, Loke, Karl Junior und Birchie an den Start. Und John schreibt auch, dass die Map gar nicht so krass geflamed wurde. Hm, ja, passiert, ne? Mein Gott. Gab schon schlimmere Maps, muss ich selber sagen. Es gab da ganz, ganz fiese Maps in ESL Map Packs, wo die ganze Geschichte noch viel fieser gewesen ist. Kannst du denn widersprechen, Nutella? Ich weiß es nicht. Hört man mich? Ja, man hört dich wieder. Wunderbar. Ist der Porno runtergeladen? Ich hoffe es. Keine Ahnung, was da los ist. Aber ich habe ja das öfter. Ich habe in letzter Zeit wirklich oft Lags. Das ist ziemlich scheiße. Und da sagst du aber nur was gut über meine Internetleitung. Ich habe mir deine ja nichts gesagt. Ja, ja, ja. Du wärst ja froh, wenn du so eine hättest. Auf jeden Fall wäre ich das. Ja. Aber gut. Tja, ja. Wir normalerweise sehen, ist sie auch gut. Wir sehen die nächste unglaubliche Pause und Überbrückungszeit, die wir hier irgendwie zu füllen haben. Vor allem sehr dumm, dass das Match natürlich jetzt eigentlich schon entschieden ist. Richtig. Und jetzt leicht noch ärgerlich. 10 Minuten Pause drin sind. So, wen haben wir denn hier überhaupt auf Server? Da haben wir Altbekannte wie Massa, Nugget und Karl Junior. Auch Birchie will wohl wieder mitfahren. Und Loke, von dem ich immer noch keine Ahnung habe, wer er eigentlich ist. Also ich habe ihn, bevor er bei Dickdesses gefahren ist, wirklich noch nirgendwo gesehen. Vielleicht bin ich auch einfach nur dumm. Und bin da uninformiert. Aber ich weiß wirklich nicht, wo er her ist. Und ich habe ihn auch noch nirgendwo vorher gesehen oder es hat mir auch niemand gesagt, wer er ist. Aber gut. Anscheinend hat er den Skill, um bei Dignitas mitzufahren. Jedenfalls geht's jetzt wohl los und wir haben auf Seiten 3D Max Papu, Frenchy, Juri, Andreas und TK. Also das klingt auch nicht mal nach dem ultimativen Line-Up. Da holt man wahrscheinlich jetzt so für die Praktikanten rein, damit die auch mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Also so einer wie du?
Ja, genau, so eine wie ich ungefähr. Mit deinem Praktikum bei Subitator. Moment. Ah, Loke war wohl inaktiv. Bekomme ich hier als Information von guten Herrn King Tim. Aber gut, ja, so lang bin ich ja noch nicht in der Szene aktiv. Ich weiß zwar nicht, was dem Predator da gerade alles runterfällt, aber... Jedenfalls schauen wir mal in die Runde und die sieht überraschend rotlastig aus. Also wir haben TK und Andreas, die hier vorne noch mit Dignitas mithalten können. TK ist allerdings deutlich langsamer. Er wird hier von Karl Junior und Nugget einkassiert. Massa nochmal hier geht da locker vom Gas, weil er sieht, die Runde ist sowieso für Dignitas. Und genau so ist es auch. So. Wurschtel, wurschtel. Ich bin auch wieder unter den Lebenden. Naja, so ist das, wenn die Wii nicht mehr funktioniert. Eieiei. Oder man nicht weiß, wie man damit umzugehen hat. So, ja, wie ging's denn aus? Dignitas, die erste Runde gewonnen, sehe ich gerade. Richtig. Massa hat da am Ende nochmal ein bisschen entspannt, ist da fast gegangen. Also, das geht hier jeder schon ziemlich locker an. Ja, denke ich doch auch. Ich meine, Dignitas, da geht's ja jetzt auch nichts mehr, ja. Die haben ja jetzt eh schon gewonnen und man weiß jetzt auch, die Gruppenphase ist jetzt auch vorbei. Ist ja heute der letzte Spieltag, von daher muss man da auch nicht nochmal alles geben auf diesen Maps. Obwohl die Maps ja auch in den Playoffs gespielt werden, also kann man es durchaus als Trainingseinheit heute ansehen. Und wir gehen mal in die Runde rein, haben vorne gerade Papu zusammen mit Massa und Nugget, dahinter Karl Junior und Birchie. Also sieht ich alles ja, das wieder, sind wieder vier sehr, sehr blau aus. Fahrer. Wobei es jetzt auf einmal rot geworden ist. Ja! Es war ja echt am Anfang vier Dignitas-Fahrer richtig weit vorne dabei, aber gut, es reicht am Ende trotzdem. Ja, King Tim hat auch nochmal geschrieben, Loke war inaktiv und jetzt ist jetzt wieder aktiv. 55, Juri 24. Juri ist scheinbar gerade so PB gefahren. Ach so, dafür reichen deine Englisch-Skills aus, ja? Richtig. Ist schon krass, ne, was ich drauf habe, unglaublich, ne? Ja, das ist mit deinem Englisch, mit deinem Französisch schon hart, ja. Aber dafür, dass du nicht schreiben kannst. Tja. Immerhin kann ich lesen, genau. Ja, immerhin kannst du lesen. Das ist so ein Äffchen, das ist auf meiner Schulter, weißt du, das flüstert mir die ganzen Sachen immer ein, sonst wüsste ich das alles auch gar nicht. Genau, genau, so wie in den Fußballredaktionen. Aber gehen wir mal in die Runde rein. Wir haben momentan Nugget vorne zusammen mit TK und Andreas dahinter Birchie. Also jetzt geht's mal darum, dass Birchie nochmal ein bisschen Gas gibt, um die Runde hier relativ schnell für Dignitas klar zu machen. Andreas verabschiedet sich da jetzt schon mal, aber auch Birchie da mit einem bösen, bösen Randstein. Seine Teamkollegen auch sehr, sehr weit hinten. Und Nugget muss da vorne auf jeden Fall die Runde gewinnen, sonst wird's die 3D-Max-Runde werden. Oh mein Gott, Birchie und Kai Junior bleiben da stehen. Bleiben da noch stehen. Ja, hat eh nicht mehr gereicht. Auch schön da den Pfosten geküsst, aber... Sag ich ja. Ja, ich war vorne, weil Nugget hat sich wirklich fast noch rangeflogen an TK. Das war richtig knapp. Aber am Ende gut, es ist eine 3D-Max-Runde. Es hätte Nugget wahrscheinlich auch nichts mehr gebracht. Wahrscheinlich, dadurch, dass Birchie da auch nochmal angeeckt ist, ist es natürlich ganz schön bitter gewesen. Hätten sie das Ding vielleicht noch holen können, damit jetzt das 2:1. Richtig. Oh, Nugget da schon mal schön auf Gas gegangen. Vielleicht fährt er ja mit Autos an und das Ganze irritiert ihn ein wenig. Oh, ja, gut, also Nugget weiß ich nicht, was er da vorhat. Jedenfalls schauen wir mal nach vorne. Da haben wir Massa und Karl Junior. Die üblichen Verdächtigen, eigentlich auch Birchie mischt sich da vorne jetzt ein. Aber so langsam lichtet sich das Feld ein bisschen und 3D Max kommt auf die Bühne. TK hier vorne auf dem zweiten Platz. Kommt jetzt allerdings schlecht diesen Sprung da rein und wurde jetzt wieder gluckt vom Feld. Massa und Birchie tauchen jetzt wieder vorne auf. Nur Andreas und Juri können sich da vorne noch von 3D-Max ein bisschen behaupten. Allerdings sieht das Ganze doch jetzt schon einiges blauer aus als vorher. Aber wir wissen ja, die letzte Kurve hat vorhin schon zu einigen Fails geführt. Aber diesmal fahren alle safe durch und damit ist es die lockere Dignitas-Runde. Und das 3:1. Oh, Nugget meint, Nadeo hasst ihn. Da hat er wohl irgendeinen Bug erwischt. Unmöglich, auf jeden Fall trotzdem das 3:1. Damit die nur noch was 4 ist hier Punkte, los? Die sie brauchen. Wer wurde da gebannt? Vom Server, oder? Ja, vom Server.
nicht im Twitch-TV-Chat. Das kann man zwar auch, so. Aber das hatten wir noch nicht gebraucht bisher. Noch gab es keinen Assi, der das geschafft hat. Ja, die TM-Community ist ja einwandfrei. Die sind alle sozial. Total, ja, total. So, Massa mal vorne mit Kalyun und dahinter Papu, ja, einer ist da schon richtig angeeckt, Andreas ist es, genau. Und sieht momentan noch nach einer Dignitas-Runde aus. Birchi da jetzt aber auch leicht hängen geblieben. Wir bleiben mal vorne mit dabei, ob Kalyun und Massa sich vorne halten können. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ja, die haben sicher genug Vorsprung rausfahren können. Luke da zwar auch nochmal angeeckt, 3D-Max-Fahrer kommen jetzt hier rein. Nee, Nugget sprengt das Ganze noch und das wird die Dignitas-Runde werden. Übrigens sehr, sehr schöne Zeit von Massa. 55 aber Massa, 0. Richtig, Massa und Karl Junior sind das hier ziemlich am Dominieren. Die sind ja unglaublich weit vor Papu und TK. Also heftige Geschichte hier. Ist auch jetzt die Dignitas-Runde wieder 4-1. Noch 3 Punkte. Und das, ja, das Match plätschert so langsam dahin. Und läuft langsam aus. So langsam ist, das sind sie hier dann auch mal fertig. Dignitas braucht noch 3 Punkte. Mein Sonntag-Arbeitstag ist dann auch erledigt mit Streamen. Ja, also du gehörst da ja echt für bezahlt eigentlich. Das ist ja, du hast ja wirklich den gesamten Sonntag für nichts anderes aufgewendet jetzt. Du weißt ja, meine Stabi-TV-Millionen, ja, sind ja gut angesetzt. Ja, ja, genau. So Massa und Kalyuna haben wir momentan so vorne. Ja. So ein reicher Mensch mit einem Coppers. Ja, ich bin so ein reicher Mensch mit meinen Coppers, da brauche ich einfach kein Echtgeld mehr. Ich kann mir ja von Coppers die Welt kaufen. Auf jeden Fall kannst du das gut. Und wir sind schon wieder in der letzten Kurve der Map. Oh mein Gott! Was ist denn da los? Da ist aber eine von 3D Max nochmal richtig angeeckt. Ja, ja gut, und das ist dann locker für Dignitas, die da safe durchgefahren sind. Ja. Andreas ist da auch noch ein bisschen das Finish am Erkunden. Und somit haben wir das 5-1. Ja, 55-10 übrigens wieder von Massa. Wieder eine sehr, sehr schnelle Runde, wenn man bedenkt, dass der Round-Steady eine 54-94 ist. Da fehlt nicht mehr viel. Richtig, also das ist schon heftig. Hat er auch den vierten Didi gerade gefahren mit der Zeit, den hat er vorher anscheinend noch nicht gehabt. Das ist wohl die John-Map vielleicht auch die am einfachsten zu fahren des Map-Packs. Ich meine, ich habe es mir ja nicht angeschaut, aber wenn die Fahrer hier so nah an den Didis sind, ist sie vielleicht wirklich die einfachste Map. Gut, schauen wir mal in die Runde hier nochmal. Andreas hier mit einem kleinen Bug kommt hier nicht mehr vorne hinterher. Karl Junior hat die Spitze wieder übernommen. Der Ausnahmespieler aus Kanada, der ja schon einige Runden hier geholt hat, wird aber verfolgt von zwei 3D-Max-Spielern. Papu und TK sind das. TK hier mit ein bisschen mehr Speed, kommt aber nicht an Karl Junior ran, sondern kann nur seinen Teamkollegen überholen. Dahinter befinden sich Loke und Nugget, die vielleicht hier 3D-Max noch holen können. Oh, Loke da aber hart angeeckt, hat da nochmal das gesamte Feld passieren lassen müssen und das könnte sogar eine 3D-Max-Runde sein. Nee, wird's nicht, oder? Doch, guck mal da, rotes Team. Guck mal da, das rote Team hat gewonnen. Was ist da los? Tja, da haben sie nochmal einen zweiten Ehrenpunkt gemacht zum 5-2. Richtig. Nochmal ein bisschen aufgeholt bei der ganzen Geschichte. Tja, und dort braucht Dignitas immer noch 2 Runden. Oh, da einer von 3D Max schon mal richtig abgeflogen. Wer war denn das? Frenchie. Das war Freddy, richtig. Oh, Papuda auch böse angeheckt, bleibt da auch unter dem CP jetzt hängen. Und wir haben vorne das Dreier, das Paket mit Massa. Das ist sogar ein Vierer-Paket hier mit Nugget. Na gut, Nugget jetzt auch Karl Junior langsamer geworden. Aber es reicht trotzdem noch, wenn die beiden Dignitas-Spieler da vorne bleiben. Und es sieht richtig auf jeden blau Fall, aus ja. Da vorne. Andreas kann da vielleicht, der kommt jetzt sehr weit raus. Und die haben jetzt schon einen entspannten Vorsprung. Juri jetzt auch nochmal von 3D Max hier angeeckt. Oh Gott, Andreas. Mitten im Stillstand. Also das war wirklich straight against the wall, würde ich mal sagen. Und damit holt sich Dignitas hier den entspannten 6. Punkt mit einem krassen Team-Bash von 3D Max, wo jeder angeeckt. Ja, Nugget schreibt auch und 55-12 wieder von Massa. Starke Zeit von ihm. Also Der macht sich am Ende hier nochmal einen Spaß draus, würde ich sagen. Auf jeden Fall, jetzt wo der Druck gefallen ist
macht er sich nochmal einen Spaß draus, da hast du recht. Also er ist richtig fit auf der Map. Hallo Benny, by the way. Du kommst zum falschen Zeitpunkt. Das Match ist jetzt schon so gut wie vorbei. Ja. Aber dafür gibt's ja das VOD. Natürlich, natürlich. Vielleicht jetzt die letzte Runde, 6 zu 2 steht's momentan, dicken Tass. Muss nur Oh, noch alles French Ende wieder gleich machen. aufgegeben. Ja, die sind einfach auch frustriert. Ja, da hat keiner mehr richtig Bock. Dignitas weiß, dass sie gewinnen und ja gut, da ist auch einer von Dignitas abgeflogen und 3D Max weiß, dass sie keine Chance mehr haben. Hier ist das auch immer so schön im Fußball, der eine will nicht, der andere kann nicht. Kann man Der vielleicht auch auf eine dieses Match hier kann man auch Eier. auf dieses Match hier beziehen. Ja, wir Also brauchen das Eier das und schon. so. Erinnert dich an Ja, unser genau. Das sowieso. Ja. Mal sehen, ob hier einer auch noch der Fahrer plötzlich aus dem Tor gerannt kommt und einem einen Kung-Fu-Trittfresse verpasst. Ein Aber Kung-Fu-Tritt in das die ist Fresse wahrscheinlich. verpasst. Das hat der Herr Kahn ja auch mal gebracht. Ja. Blau-Rot, blau-rot, jetzt müssen Nugget. Oh mein Gott, was aber macht Nugget guck mal, da denn was noch? die da noch für eine Fail-Parade veranstalten. Aber Loki kommt auch noch ins Ziel. Das ist eine Dignitas-Runde. Das ist die Lichtenast-Runde. Scheiße, ey. Jetzt kriege ich hier noch ein Lachflash. Also, das war ja wirklich nicht mal Fünftliga-tauglich gerade. Die Runde. Oh mein Gott. So, damit haben wir es Ja, geschafft okay. heute. Dignitas gegen 3D Max 6 zu 0 ist es ausgegangen. Dignitas hat gewonnen, souverän. Und nächste Woche starten wir dann in die Playoffs der Competition Premiership. Bis dahin hat sich auch der Richtig. liebe Nutella beruhigt. Ein unwürdiges Ende dieses Casting-Sonntags, würde ich sagen, diese letzte Runde da. Definitiv, und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann demnächst wieder hören. Ich schreibe dann wieder auf meiner Facebook-Seite, wann es denn losgeht. Danke für die paar, die heute noch zugeschaut haben. Und ja, bis demnächst, würde ich einfach mal sagen, oder? Jo, auch von mir bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.